habe ein ungutes Gefühl dabei. Wir sind nicht dafür ausgestattet, Poison Ivy einzusperren. Sie bleibt ja nur noch ein paar Stunden hier. Dann wird sie nach Blackgate verlegt. Klar, wenn sie vorher die Polizeiwache nicht zum Einsturz bringt. Okay, Donutfresser. Bringt ihr Ivy jetzt zu mir oder muss ich mich selbst auf den Weg machen? Wie ihr wollt. Was hältst du davon, Schweinchen? Wie fühlt sich das an? Zack, Kick! Wolltest du nicht gerade was über den Joker sagen? Verhört. Gefälligst auf, herumzutäuteln. Wir müssen Poison Ivy sofort nach Gotham bringen, wenn wir Batman vernichten wollen. Halt den Schnabel, Spatzenhirn! Vergiss nicht, ich helfe dir und Scarecrow nur, damit wir Batman töten können! Oh, oh, da hab ich wohl einen wunden Punkt getroffen, was? Gut, jetzt beeil dich und such Ivy. Mist! Ich hab hier Cops an einem Ende und ein Tor am anderen! Du nutzloses Flittchen! Einer meiner Männer hätte diesen Job erledigen sollen. Ich hab Scarecrow gesagt, dass du nichts als Ärger machst. Hör auf zu jammern, alte Frau! Ich hab noch ein paar Tricks auf Lager. Oh, das glaub ich gern. Ich hoffe, das Blumenmädchen kriegt lebenslänglich. Das Letzte, was wir jetzt in Bloodhaven brauchen, ist eine Ökoterroristin, die sich an Bäume kettet. Ich weiß nicht. Sie hat hier. Ich sollte aus dem Weg gehen. Was war das? Will uns da wer verarschen? Wo kommt das her? Ich muss schon sagen, beeindruckend, wie du dich fortgeschlagen hast. Ein Mädchen wie dich könnte ich gut gebrauchen. Kein Interesse. Oh, wie viel, Liebes? Was wirst du mich kosten? Sag's mir. Ich bin nicht käuflich, Pinguin. Für kein Geld der Welt. Vor allem nicht von Leuten, die meinen Pupi umbringen wollten. Dein Pupi sieht jetzt die Radieschen von unten quillen. Und ich kann dir einen Job geben. Also, was ist der Preis? Du könntest es dir nicht leisten. Außerdem bin ich nur einem treu. Das werden wir noch sehen. Ah, der Joker würde es lieben. Quinn, sei leise. Du solltest nicht zu viel Aufsehen erregen. Geht nicht, Trottelpott. Leise gehört nicht zu meinem Vokabular. Thank you.
Hühnchen suchte seine Freunde. Mal sitzt du hier genauso ein wie Ivy. Dann ist nicht, dich über Mr. J lustig zu machen. Zielperson flüchtet. Spielen wir etwas. Das kleine Schweinchen macht Haia Haia. Da guckst du blöd, was? Sehen, ob die Bullen-Ivy vielleicht im System haben. Das ist mir zu kryptisch. Geh einfach zum Computer und finde Ivy. Warum sagst du das denn nicht gleich? Sis. Bevor Scarecrow sauer wird. Das wollen wir beide nicht. Nein, wollen wir nicht. Ob Scarecrow dich rupfen würde? Alles nur für mich? Ich bin gerührt. Ich mach nur Gebrauch von meinen Rechten. Er ist in der Hölle. Viel Spaß. Oh, heute ist wohl wirklich nicht dein Tag. Wie du hier rauskommst. Hey Butterpot, was will Schmiercrow eigentlich mit Pammy? Was tut das zur Sache? Wenn Scarecrow sagt, wir brauchen Ivy, um die fliegende Ratte zu töten, dann brauchen wir Ivy. Hey, von einer fliegenden Ratte war nie die Rede. Was für eine Ratte überhaupt? Es ist Bat
Batman, der sterben soll! Ah, den meinte ich, Harley. Den meinte ich. Gotham ist nicht mehr so oft in den Nachrichten wie früher. Im Grunde spricht er. Du hast niemanden mehr zum Reden. Niemanden, dem du dich anvertrauen kannst. Ich wünschte wirklich, ich könnte aufhören, Harleen. Aber das kann ich nicht. Quinn, bewegt deinen Hintern. Meine Männer haben Nightwing draußen gesichtet. Und? Du willst weitere Komplikationen sicher vermeiden. Au contraire, Pinguin. Wie der Joker zu sagen pflegte, wenn es nicht kompliziert ist, macht es keinen Spaß. Ah ja? Ich weiß nicht mal, was ich dazu noch sagen soll. Ich weiß. Er war so tiefgründig. Penny, muss ewig her sein. Wie geht's dir? Harley, du willst mich befreien? Wieder mal. Los, wir haben sie umzingelt! Keine Bewegung. Kaboom! Endstation, Quinn. Bad Night! Night. Du bist ganz schön verschlagen, was? Schwärm!
Er ist besser ausgestiegen, als der Joker starb. Brauchst du Hilfe? Na, na, das ist doch mal eine Überraschung. Jetzt schnappt ihr Ivy und bringt sie raus. Da wartet ein Wagen auf euch. Scarecrow wird erfreut sein über unsere Arbeit. Unsere Arbeit? Entschuldige mal, Butterpott. Nur rumzulabern ist wohl kaum Arbeit. Du kleine Miese. Na, na, sei lieb oder es gibt keine Ivy. Komm einfach zurück nach Gotham. Los, Pammy! Scarecrow möchte dich sprechen.